Unser Thema ist jetzt der Tierarzt des Zoos Thomas Woracek bei uns im Wien-Heute-Studio. Schönen guten Abend, Herr Woracek. Herr Woracek, wie versuchen Sie denn jetzt die hunderten anderen Vögel im Tiergarten tatsächlich zu schützen vor diesem Virus? Ja, wie im Beitrag angesprochen, haben wir gemeinsam mit dem Veterinäramt schon Anfang Dezember Maßnahmen ergriffen. Die sind jetzt diese Woche noch ausgeweitet worden. Das Regenwaldhaus, das Vogelhaus, das Wüstenhaus sind für Besucher geschlossen. Flamingos bleiben bis auf Weiteres in den Winterquartieren. Wir haben Desinfektionsmatten aufgelegt. Also da gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die ein Übergreifen einer potenziellen Infektion von Wildvögeln auf die Zoovögel verhindern soll. Aber kann das nicht auch über die Luft übertragen werden? Insofern, Volieren sind ja auch offen sozusagen. Da gibt es Gitter davor, aber die Luft kann ja hineindringen und deshalb könnte sich der Vogel da auch anstecken, oder? Wir haben gemeinsam mit dem Veterinäramt alle möglichen, für uns möglichen, und auch alle sinnvollen Maßnahmen ergriffen. Ja. Wir können jetzt nicht alle Vögel aufstallen oder in Häuser bringen. Bei den Pinguinen zum Beispiel, die brauchen ja Wasserbecken, die brauchen ja Gehege. Sonst kriegen sie einfach so viel Stress, dass sie an anderen Krankheiten dann leiden. Das heißt, es gibt keine Garantie eigentlich, dass sie es schaffen könnten, das Virus jetzt vollkommen zu verbannen. Naja, also mit der heutigen Maßnahme, mit der anschließenden Desinfektion, haben wir einmal den Bereich oder die Infektionsquelle der Pelikane eben ausgerottet, unmöglich gemacht. Ja, von dort geht keine Gefahr mehr aus. Wie schaut denn eigentlich so ein Krankheitsverlauf aus, wenn Sie jetzt zum Beispiel im Tiergarten einen toten Vogel finden, beziehungsweise noch einen lebenden, wissen Sie ja gar nicht, ob der jetzt gerade die Vogelgrippe hat? Natürlich wissen wir das nicht, aber es ist so, dass wir ja sowieso alle Tiere, die im Tiergarten sterben, pathologisch untersuchen lassen. Und das ist eben ein äußerst wirkungsvolles Monitoring. Und so sind wir ja auch sehr schnell hinter die Vogelgrippe-Erkrankung gekommen. Wenn man sich als Mensch jetzt vorstellt, eine Grippe, da hat man Schnupfen. Haben Vögel dann auch einen Schnupfen? Das klingt jetzt vielleicht sehr einfach formuliert, aber können Sie es erkennen, ob der Vogel dann schon krank wäre? Also klinisch erkennen kann man es meistens nicht. Klinisch bedeutet jetzt durch eine Untersuchung, wie wenn wir zum Arzt gehen, weil die Symptome sehr mannigfaltig sind. Oft ist es nur, wenn wir eine richtige Grippe haben, einfach, man ist matt, man ist apathisch, man fühlt sich kraftlos. Nutzgeflügel zum Beispiel zeigt dann auch einen signifikanten Leistungsverlust. Aber es gibt auch andere Symptome wie Atembeschwerden wie bei uns. Also das kann sehr vielfältig sein. Das heißt, die Pflegerinnen und Pfleger müssen jetzt auch speziell auf ihre Tiere da achten? Das machen sie immer und sie sind jetzt natürlich noch sensibler. Gibt es da einen Zeitrahmen, wo Sie sagen, so lange wird das jetzt dauern, werden diese anderen Häuser noch geschlossen bleiben? Ja, also das hängt natürlich auch in unserem Fall von der österreichweit verhängten Stallpflicht ab. Die ist ja noch immer in Kraft. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, es gibt ganz klare gesetzliche Vorgaben, wie man in so einem Seuchenfall dann wieder zu einem Normalbetrieb zurückkehrt. Das werden wir gemeinsam mit dem Veterinäramt da immer 60 abarbeiten und hoffen dann so bald wie möglich, wenn es auch die Seuchenlage bei den Wildvögeln zulässt, alles wieder in den Normalbetrieb übergehen zu lassen. Aber da gibt es jetzt keine Wochenangabe oder dergleichen? Nein, so was gibt es nicht. Thema Tauben in Wien ist ein großes. Inwiefern spielen die da eine Rolle jetzt im Tiergarten, wenn die reinfliegen können? Also die Tauben spielen eine geringe Rolle. Wir haben auch nicht so viel fremde Tauben. Weit gefährlicher für uns sind Vögel, die jetzt an Wasserflächen leben oder Wasserflächen bevölkern. Im Beitrag war angesprochen, die Reiher, die Kormorane, Enten. Also das sind für uns viel gefährlichere Tiere, die auch den Schlosspark mitbewohnen, als jetzt die Tauben. Und die beobachten Sie extrem? Die beobachten wir extrem, ja. Danke, Herr Woracek. Danke. Bitte für den Besuch im Wien-Heute-Studio.